Glauben Juden, Christen und Muslime an denselben Gott? Das ist ja eine Frage, die nicht ganz ohne ist. Ich hatte vor einigen Jahren eine Begegnung mit einem jungen Mädchen, die ist so in der Jugendarbeit, und die kam zu mir und sagte: Johann, ich verstehe das nicht. Welches Buch ist denn nun das Richtige? Soll ich jetzt der Bibel glauben oder soll ich dem Koran glauben? Die geht schon einige Jahre so in die Jugendarbeit, und ich dachte, Manometer, das müsste die doch eigentlich wissen. Aber das kann verwirrend sein. Das kann wirklich verwirrend sein. Ich habe mir mal einen Koran mitgebracht. Also wir haben hier ein Buch, das beansprucht, Gottes Offenbarung zu sein. Wir haben hier die hebräische Bibel, die die Juden lesen, aber eben nur die hebräische Bibel. Und dann haben wir natürlich die Bibel mit Altem und Neuem Testament. Drei Bücher, wir wissen, da gibt es drei Weltreligionen, das Judentum und das Christentum und den Islam. Drei Bücher, drei Weltreligionen, die dazugehörigen Anhänger, Religionsgemeinschaften. Und natürlich stellt sich da die Frage, ja, wie ist Gott denn nun wirklich? Und wer hat denn nun Recht? Oder haben alle drei Recht, nur halt jeder auf seine Weise? Ist es halt nur menschliche Wege, die letztlich zum selben Ziel führen? Also dieser Frage wollen wir uns heute mal ganz unbefangen nähern und natürlich immer wieder auch die Bibel selbst befragen. Und ich möchte auch vorneweg sagen, ich sage die Dinge, die ich jetzt heute Abend sage, die sage ich nicht mit Blick auf einzelne Menschen, sondern es geht um die Frage, wer ist Gott, wie können wir Gott erkennen und die Lehre über Gott. Also es sind jetzt nicht einzelne Menschen. Ich habe zu Muslimen guten Kontakt, sehr gute Begegnung mit Muslimen habe ich immer wieder mit Juden und natürlich mit Christen sowieso. Also es geht nicht um das persönliche Einzelne, sondern es geht um das große Ganze, um die Frage, die ich mich ja selber stellen muss. Was ist denn nun der richtige Weg? Und welcher Gott ist der richtige, oder wie ist das alles zu verstehen? Und da möchte ich an einer Stelle ansetzen, und zwar mit der berühmten Geschichte von der Ringparabel. Lessing in der Aufklärungszeit erzählt in seinem Stück Nathan der Weise, 1779 war das schon, da hat er diese Geschichte erzählt, die allerdings schon ganz tief zurück in das Mittelalter geht. Und da gibt es den Saladin, den Moslem, und der fragt jetzt den Juden Nathan, ja, welche der drei Religionen ist denn nun die richtige? Es muss doch eigentlich eine wahr sein, also Saladin hat das schon richtig erkannt. Und er fragt den Nathan jetzt, ja, welche ist denn nun die richtige und wie kann man es erkennen? Und jetzt kommt der Nathan, der Jude, mit einer Geschichte, mit einer Märchengeschichte, mit einer Parabel, mit der Ringparabel. Und nur so als kleine Erinnerung, wir haben also in dieser Ringparabel einen König, und der König hat einen Ring. Der Ring steht für die Religion. Der Ring, er macht vor Gott und vor den Menschen angenehm. Wer diesen Ring trägt, der wird vor Gott und vor Menschen angenehm sein als Mensch, und er wird dann auch angenommen. Und jetzt hat aber der König ein Problem in Bezug auf die Erbfolge. Er will diesen Ring, also die Religion, weitergeben in die nächste Generation. Er hat aber drei Söhne und nicht nur einen. Aber er hat nur einen Ring. Und dann lässt er zwei Kopien machen. Es gibt einen echten Ring und es gibt zwei Kopien.
Und dann gibt er diese drei Ringe weiter an seine drei gleichgeliebten Söhne. Und dann stirbt er und dann kommt danach, als der tot ist, die Frage auf, ja, wer hat denn nun den echten Ring? Das wollen wir jetzt aber wissen, wer hat den echten Ring? Und dann geht natürlich die Streiterei los und das ist sozusagen die Streiterei unter den Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Wer hat denn nun Recht? Und dann treffen sie sich vor dem Richter und der Richter sagt, tja, hat sich die Ringe angeguckt, die sehen ja völlig gleich aus, wir können das nicht erkennen. Und der Richter hat zugegeben, alle haben zugegeben, wir können das nicht erkennen. Also gibt es nur eine Möglichkeit, jeder lebe so, als ob sein Ring der richtige wäre, der echte wäre und beweise durch sein Tun, indem er so lebt, dass er vor Gott und Menschen angenehm ist, durch sein Tun soll er beweisen, dass er den Richtigen hat. Und so muss jeder Träger des Ringes also gucken, dass er so lebt, dass seine Religion sich als wahr erweist vor Gott und den Menschen. Diese Ringparabel ist ja schon sehr alt, ja, 1779, die hat einen wahnsinnigen Einfluss gehabt. Ganz, ganz viele Menschen beeinflusst, hat auch viele Theologen beeinflusst und hat sich tief in das Denken unserer Zeit bis hinein in unsere Tage eingegraben, sodass viele Leute das gar nicht mehr so erinnern, dass das was mit der Ringparabel zu tun hat, das, was sie glauben. Aber man kann mit Leuten, die das gelesen haben, dann schon ins Gespräch kommen und die sagen, also ich habe so ein Beispiel vor Augen, da habe ich mich mit einem älteren Herrn unterhalten und dann kamen wir auf den Glauben und dann sagt er, na, mein Glaube ist der Glaube der Ringparabel. Ja? Und dann weiß ich, woran ich bin und dann können wir uns schön unterhalten, aber viele wissen das gar nicht mehr. Aber was interessant ist, das hat auch das Denken der Theologen geprägt, hat auch die evangelische Theologie geprägt. Und ist tief eingedrungen auch in die theologische Ausbildung, dieses Denken der Ringparabel. Hier habe ich mal ein Beispiel. Das ist ja der frühere EKD-Ratspräsident, ist jetzt schon einige Jahre her. Und er sagt, das hat er hier auf dem Evangelischen Kirchentag, ich meine in Dresden gesagt, die Religionen müssen sich von dem Gedanken verabschieden, die Wahrheit allein zu besitzen. Gott ist immer größer als unsere Wahrheitserkenntnis. Wir sind gemeinsame Wahrheitssucher, so hat er es da gesagt. Muslime und Christen und Juden handeln gemeinsam als Wahrheitssucher. Und er sagt, wir sollten uns eben von dem Gedanken verabschieden, die Wahrheit allein zu besitzen. Gott ist immer größer als unsere Wahrheitserkenntnis. Das stimmt. Gott ist größer als unsere Wahrheitserkenntnis. Ja, Gott ist der lebendige Gott. Natürlich weiß er mehr, als wir wissen und als wir erkennen können. Das stimmt also. Aber wir haben gerade in dem Abschnitt, auch durch den ich zum Glauben gekommen bin, ja Aussagen wie, da sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also es geht gar nicht darum, dass wir die Wahrheit besitzen, sondern dass Jesus die Wahrheit ist. Und ich mich zu dieser Wahrheit irgendwie stellen muss. Und wenn diese Wahrheit dann in mein Herz kommt und diese Wahrheit mein Leben verändert, dann kann ich immer noch nicht sagen, dass ich die Wahrheit besitze. Aber die Wahrheit besitzt mich, weil ich auf einmal Jesu Eigentum geworden bin. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dann stimmt dieser Satz nicht mehr. Ja, dann müssen wir sagen, doch, es gibt eine Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und hier merken wir, und das, wenn Sie mal aufmerksam so ein bisschen
kirchliche Verlautbarungen lesen. Ich will nicht die evangelische Kirche schlecht machen, ich bin selber auch Mitglied der evangelischen Kirche, aber man muss mal gucken, was so von der Leitung teilweise gesagt wird, von Bischöfen oder so. Wenn es um diese Frage geht, Islam, Christentum, Judentum, dann werden Sie merken, da steckt ganz viel Ringparabel drin. Also ganz viel von Lessing ist damit eingeflossen, ohne dass das benannt wird. Und da möchte ich Sie heute so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass man da so ein bisschen hellhörig wird und sagt, halt, ist das eigentlich das, was im Wort Gottes steht? Oder ist da schon diese Ringparabel mit eingeflossen, dieses Denken der Ringparabel? Und da müssen wir immer trennen und sagen, nein, wir halten uns ja ans Wort Gottes. Das ist der Maßstab, auf die die Kirche gegründet ist und auf die mein Leben aufbaut. Es ist nämlich ganz interessant, die Ringparabel, wir wollen da noch ein bisschen weiter dran entlang gehen. Man kann nämlich diese Ringparabel mal so ein bisschen auseinandernehmen und dann merkt man, dass diese Geschichte, so gut und einleuchtend sie auch erstmal ist, also die Geschichte ist schon toll erzählt und die leuchtet auch erstmal ein und sie spricht uns auch irgendwo an, weil wir sagen, ja, das ist doch was Gutes. Wir wollen ja keinen Streit zwischen den Religionen. Ich will auch keinen Streit mit meinen muslimischen Freunden und Bekannten oder mit meinen jüdischen Gesprächspartnern will ich mich auch nicht streiten. Und da wäre es natürlich angenehm, man hätte so eine Geschichte, die mir das erklärt und die uns sozusagen eins sein lässt, ohne dass wir die Differenzen sozusagen austragen müssen. Aber das ist nicht die Realität. Das werde ich Ihnen noch zeigen. Und das werden wir sehen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil die Bibel das uns so sagt. Ich möchte Ihnen zeigen, wo so ein paar vielleicht Fußangeln liegen bei der Ringparabel. Also einmal die Anzahl der Ringe. Es wird ja von 3 Ringen gesprochen. Wenn man genau hinguckt, sind das gar nicht 3 Ringe. Bei diesen 3 Weltreligionen. Denn das Judentum und das Christentum, die könnte man genauso als einen Ring bezeichnen. Weil das Judentum, wir haben das eben schon sehr schön gehört in der Andacht, das Judentum hat eine Hoffnung. Da wird irgendwann ein Erlöser kommen. Ja, dieses Buch. Dieses Buch hier, diese hebräische Bibel, wenn man Psalm 22 aufschlägt, 1000 Jahre vor Christus geschrieben, da ist von einem die Rede, dem werden die Hände durchbohrt und dem werden die Füße durchbohrt. 1000 Jahre bevor Jesus am Kreuz hängt, wird gesagt, da kommt einer, dem werden die Hände durchbohrt werden und die Füße durchbohrt werden. Und dann schlägst du Jesaja 53 auf, das 700 Jahre bevor Jesus kommt, geschrieben und da steht, da wird einer geschlachtet wie ein Lamm. Und der wird unsere Schuld tragen und alle Sünde wird auf ihn geworfen sein. Und er geht in den Tod, ohne dagegen aufzubegehren. Das steht da alles drin, 700 Jahre vorher aufgeschrieben. Das steht alles in der Grundschrift der Juden drin. Und dann merkst du, Judentum und Christentum sind eigentlich ein Ring. Denn dieses Buch wird einfach nur erweitert durch das Neue Testament. Das Neue Testament sagt, das, was hier drin steht, stimmt. Das, was hier drin steht, ist geschehen in Jesus. Jesus ist der Messias, den dieses Buch ankündigt. Also Bibel, Altes Testament, Neues Testament, alter Bund und neuer Bund, müsste man eigentlich sagen, die sind eine Einheit. Also sind das gar nicht 3 Ringe. Also da hinkt die Geschichte schon. Das ist ein Fehler in der Geschichte, dazu muss man sich klar machen. Dann sagt die Geschichte ja, die 3 Ringe sind gleich. Ja, du kannst den Unterschied nicht feststellen. Du legst die 3 Ringe nebeneinander und der Richter guckt und die 3 Söhne des Königs gucken und
die beistehenden Minister und alle, die im Gerichtssaal sind, die schauen sich die Ringe an und sie sagen, ich sehe den Unterschied nicht. Die sehen genau gleich aus. Und jetzt überlegen wir mal, stimmt das? Ist das die Realität so? Wenn wir jetzt mal Judentum, Christentum, Islam miteinander vergleichen, dann werden wir schnell merken, die Ringe sind gar nicht gleich. Die sind nicht gleich. Jeder, der sich auch nur annähernd ernsthaft mit diesen Themen beschäftigt, wird sofort merken, nee, das ist null gleich. Da sind riesige Unterschiede, gewaltige Unterschiede. Und jeder, der sich mit Muslimen unterhält oder mit Juden, der wird ganz schnell merken, 1000 Unterschiede, also nichts gleich. Also da hat uns der Lessing auch einen Bären aufgebunden, sage ich jetzt mal so. Dann ist es noch so, dass der Vater, das ist jetzt hier das Dritte, der Vater in gewisser Weise hört sich das ja alles ganz nett an. Er will seine drei Söhne gleich behandeln. Das ist eigentlich eine ganz nette Motivation. Aber in Wirklichkeit betrügt er zwei. Der eine kriegt einen echten Ring und die anderen beiden kriegen Falschringe. Die sind gar nicht echt. Er sagt aber jedem, die kriegen das nämlich einzeln überreicht, du bekommst den echten, du bekommst den echten, du bekommst den echten. Da hat zwei auf jeden Fall betrogen. Ein Gott der Liebe, der seine Geschöpfe liebt und der ihnen die Wahrheit zeigen will, der würde die nicht betrügen. Das macht Gott nicht, so ist Gott nicht. Also diese Geschichte von Lessing, so gut sie ausgedacht ist, so wenig bildet sie aber auch das Wesen Gottes ab. Ein Gott der Liebe und der Wahrheit würde uns so nicht täuschen. Lessing übersieht nämlich, und das kommt auch aus seiner Zeit, wenn man das so zeitgeschichtlich überlegt, wo so in der Philosophiegeschichte ist das, wir denken an Immanuel Kant und so, das ist die Aufklärung. Und in der Aufklärung hat man sich so ein bisschen entfernt von der Bibel und hat dann gesagt, naja, also Gott kann man nicht so richtig erkennen und den Teufel, den gibt es auch nicht. Und wenn du den Teufel aus der ganzen Geschichte hier rausnimmst, dann kommst du mit dem Bösen nicht mehr so richtig klar. Dann kannst du das nicht mehr zuordnen. Wo gehört denn jetzt das Böse rein? Das ist das Problem der Aufklärung. Und diese Geschichte macht das sehr schön deutlich. Das Böse wird jetzt hier irgendwie integriert. Der König ist jetzt auf einmal gut und ein bisschen böse, weil er betrügt ja seine beiden Söhne. Und nur der eine kriegt den echten Ring. Also Lessing übersieht, dass es einen Teufel gibt. Ich sage das mal so ganz gerade raus. Ja, es gibt den Teufel und die Bibel macht das ganz klar. Satan ist da in der unsichtbaren Welt und er will uns betrügen. Satan will uns betrügen, Gott nicht. Und die Aufklärung sieht das nicht mehr. Und das wird in der Ringparabel leider dann auch deutlich. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Problem. Die nicht erkennbare Wahrheit, das habe ich eben schon angedeutet. Die Aufklärung denkt sehr stark vom Verstand her. Wahrheit muss mit dem Verstand erkannt werden. Alles, was wahr ist, muss die Vernunft erkennen. Und Gott kann man ja nicht erkennen, weil Gott ist ja außerhalb unserer Vorstellungswelt, nicht erreichbar für die fünf Sinne. Und deshalb sagt die Aufklärung, so richtig über Gott kann man keine gewissen Aussagen machen, nur Annäherungen. Und genau das haben wir hier bei der Ringparabel sehr schön abgebildet. Das ist sozusagen eine Geschichte aus der Aufklärung, die sagt, du kannst die Wahrheit nicht erkennen. Die Wahrheit schlechthin kannst du nicht erkennen. Also die Wahrheit über Gott kannst du nicht erkennen, weil es außerhalb unserer Reichweite ist. Und deshalb sagt die Ringparabel auch, die drei Ringe sind gleich. Und welche Religion recht hat, wissen wir nicht. Da müssen wir die Achseln zucken und zugeben, sorry, können wir nichts drüber aussagen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist, was die Aufklärung sagt, ja. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich, die Wahrheit kann man sehr wohl erkennen.
weil Gott sich uns zeigen will. Was sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9? Ich bin immer wieder bei dem Kapitel, weil es so mein Lebenskapitel geworden ist. Johannes 14, Vers 9, da sagt Jesus, wer mich sieht, weiß das jemand, wie es weitergeht? Der sieht den Vater. Ja, damit sagt Jesus, ja, die Wahrheit über Gott ist sehr wohl erkennbar. Oder ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Also Wahrheit ist sehr wohl erkennbar. Hier merken wir, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich nun der Ringparabel folge oder ob ich der Bibel folge. Ganz dicker, dicker Unterschied. Also hier merken wir, die Ringparabel ist nicht, das ist nicht die Wirklichkeit. Das hinkt. Und dann noch die Wirkung des Ringes. Der Ring macht angenehm vor Gott und vor den Menschen. Ja, das sollte eine Religion auch in gewisser Weise leisten. Wir sollen ja auch, sagt Jesus, gute Werke tun und leuchten vor den Menschen. In der Bergpredigt sagt er das. Unsere Liebe soll sichtbar werden. Aber Jesus hat auch ganz klar gesagt, dass die Welt uns hassen wird. Also in Johannes 15, da sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja, da merken wir, dass dieses Merkmal, was hier in der Ringparabel aufgestellt wird, der Ring macht angenehm vor Gott und Menschen, das stimmt auf den christlichen Glauben gar nicht zu. Das heißt, die, die Jesus nachfolgen, müssen damit rechnen, dass sie gehasst werden, ja bis hin, dass sie umgebracht werden, dafür, dass sie Jesus nachfolgen. Ja, sie haben Jesus selber so behandelt. Sie haben ihn gehasst und sie haben ihn zu Tode gebracht. Das ist der Weg Jesu und wer ihm nachfolgt, muss wissen, das kann der Preis sein, den ich zahlen muss, wenn ich Jesus nachfolge. Und manche müssen diesen Preis auch zahlen, gerade in der islamischen Welt, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, hier in Deutschland ist das in unserer Zeit ja Gott sei Dank nicht so. Also wir merken, die Ringparabel, wenn wir uns daran orientieren, und das ist in unserer Gesellschaft ein ganz wichtiges Stück, Nathan der Weise wird in den Schulen immer gelesen, vielleicht kann das der Lehrer bestätigen. Also meine Kinder mussten, viel Literatur wird heute nicht mehr gelesen, aber das Stück wird gelesen, weil es halt für das Zusammenleben der Religionen als so wichtig gesehen wird. Und wir merken, das passt nicht mit der Realität zusammen. Man könnte auch die Geschichte ganz anders erzählen. Nehmen wir mal an, man hat einen Abgrund und ich müsste aus drei Seilen wählen, um in den Abgrund hinunterzusteigen oder hinauszusteigen. Ich würde mir die drei Seile sehr genau angucken und die beiden Seile, die nicht tragen, die würde ich garantiert nicht nehmen. Nur das eine Seil, das trägt, das würde ich nehmen, um aus dem Abgrund heraus zu krabbeln oder über den Abgrund rüber zu gehen. Das heißt, wenn man die Geschichte anders erzählen würde, dann würde aus einer Seilparabel plötzlich ein ganz anderes Beispiel und ich würde merken, jawohl, das eine Seil, das zieht mich aus der Hölle heraus. Jesus Christus. Ja, also man kann die Geschichte auch anders erzählen und prompt habe ich auf einmal eine biblische Wahrheit abgebildet. Die Ringparabel jedenfalls erzählt uns nicht die Wahrheit über Gott. Also muss man vorsichtig sein, wenn man in der heutigen Zeit sich mit dieser Frage auseinandersetzt, weil sehr oft das Denken der Ringparabel mit hineinfließt, bis in die Theologie hinein. Entscheidend, und deswegen habe ich diese Bücher, diese drei Bücher auch mitgebracht, ist
die Frage des Buches. Das ist ganz entscheidend, dass wir diese drei Bücher kennen, zumindest in Grundzügen. Luther hat schon in der Reformationszeit gesagt, meine Deutschen müssen dieses Buch kennen, den Koran. Der Luther war ein kluger Kopf. Er sagt, meine Deutschen müssen dieses Buch kennen, damit sie wissen, was da drin steht. Damit sie den Vergleich haben. Nicht damit sie es befolgen, sondern damit sie den Vergleich haben und verstehen, was sie in der Bibel an einem Schatz haben. Das kann man nur verstehen, wenn man alles kennt. Deswegen kann ich es auch nur empfehlen, das zu lesen, damit man einen Eindruck hat davon. Und es wird noch etwas deutlich an diesen Büchern. Gott offenbart sich. Gott zeigt sich dieser Welt. Gott will sein Wesen mitteilen. Gott will sagen, wie er ist. Und das will er auch verbindlich machen und erkennbar machen. Und es liegt an uns, wenn wir an dieser Frage am Schwanken und am Zweifeln sind, die Bücher zu prüfen. Das ist die Herausforderung, in der wir als Menschen stehen. Und damit signalisiert Gott uns auch die Würde, die wir haben. Du bist ein Mensch mit einem Verstand. Gebrauche den Verstand. Und schau selbst in die Bücher hinein, die von sich behaupten, dass sie Gottes Offenbarungen sind. Denn meine muslimischen Freunde sagen mir auch, dass hier Gott redet. Das sagen die mir. Und meine jüdischen Freunde sagen mir auch, die Bibel hört aber am Ende von 2. Chronik oder der Chronikenbücher, die haben nur ein Chronikenbuch als Gesamtes, da hört es auf, danach ist Schluss, keine neue Offenbarung. Also man muss selber sich auf den Weg machen und vergleichen. Und dann wird man aber auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, mit Gottes Hilfe. Alleine geht das nie. Du brauchst Gottes Hilfe dabei. Gott selber muss letztlich sich offenbaren, aber das tut er auch. Und damit stimmt die Ringparabel nicht mehr. Und jetzt wollen wir das mal so in Ansätzen tun. In der Frage, glauben Juden und Christen an denselben Gott? Da möchte ich nochmal über dieses Prinzip der Prophezeiung und der Erfüllung der Prophezeiung sprechen. Also dieses Buch hier, die hebräische Bibel, besteht aus Torah, und also dem Gesetz und den Schriften und den Propheten. Und in allen diesen drei Büchern sind Prophezeiungen enthalten, die davon kündigen, dass einmal ein Messias kommen wird. So, wie ich es schon an einiger Stellen deutlich gemacht habe. Und jetzt lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, wie dann das Neue Testament bestätigt, dass genau das auch geschehen ist. Hebräer 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Ganz wichtig, Jesus war bei der Erschaffung der Welt dabei, was uns zeigt, dass Jesus selbst Gott ist, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er, also Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Das ist wichtig. Und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als
ihr Name. Hier sagt uns das Neue Testament, die Schriften des Alten Testaments haben Jesus angekündigt und jetzt ist Jesus gekommen, der, der die Welt geschaffen hat, der, der im Alten Testament schon geredet hat, der kommt jetzt selbst in diese Welt, er stirbt am Kreuz, er bezahlt für die Sünden der Welt, sein Blut fließt, damit es die Sünden abwäscht, er steht auf von den Toten und erfüllt alles, was die Juden seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden erwartet haben. Und genauso sagt er es dann, hier ist es angeschlagen, in Lukas 24, die Jünger, die Emmaus-Jünger und auch die anderen Jünger, sie begegnen Jesus und jetzt erklärt Jesus ihnen, warum das alles in Jerusalem geschehen musste mit der Kreuzigung, mit dem Leiden, mit dem Sterben. Er erklärt ihnen das. Und dann sagt er Folgendes in 24 ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, sind wir wieder im Alten Testament, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ja, und jetzt werden wir dann einige Verse weiterlesen, ab Vers 44, er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus, also der Messias, leiden wird, auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, alle Völker der Erde, auch die arabischen Völker, Persier, Perser, Pakistanis, Afghanen, alle Völker, da muss das Evangelium überall hin. Ein Herr, ein Gott, ein Weg, ein Kreuz, eine Vergebung. Das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Und damit erfüllt sich die Hoffnung der Juden. Und viele Juden haben es erkannt. Damals, Johannes und Petrus und wie sie alle heißen, Matthäus, waren alles Juden. Die ganze erste Gemeinde, alles Juden, die erkannt haben, dass er die Erfüllung der jüdischen Hoffnung ist. Und damit in diesem Sinne verstanden glauben Juden und Christen tatsächlich an denselben Gott. Weil der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs kein anderer ist als der Vater Jesu Christi. Und der Segen Abrahams, der unter alle Völkern kommen soll, wir denken an 1. Mose 12, 1 bis 3, da steht es, der Segen Gottes wird unter alle Völker kommen, kommt durch Jesus zu allen Völkern. Das ist das Geheimnis Gottes, das ist der Plan Gottes. Und der ist aufgegangen, der hat sich erfüllt. Deswegen wird das Evangelium, die gute Nachricht, allen Völkern verkündigt. Also ja, in diesem Sinne glauben Juden und Christen selbstverständlich an denselben Gott. Es ist ein Buch, Altes Testament, Alter Bund, Erfüllung im Neuen Bund. Und da zeigt sich Gott auch als der lebendige Gott. Hier steht Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit auch derselbe. Steht doch oben drüber, oder? Ja, hier oben steht es. Jesus ist derjenige, der schon im alten Bund handelt, der sich ankündigt und der dann auch kommt und damit beweist Gott, dass er Gott ist. Und deswegen
dieses junge Mädchen, von dem ich erzählt habe, die dann zu mir kommt und sagt, ja, wie kann ich denn jetzt erkennen, welches Buch das Richtige ist? Das hier oder das hier? Dann sage ich ihr, komm, lass uns mal einige Stellen in der Bibel aufschlagen, wo angekündigt wird, was dann 700 Jahre später, 1000 Jahre, 1500 Jahre später geschieht. Wow! In diesem Buch ist das möglich, sich auf Gottes Spuren zu machen. Ein lebendiger Gott offenbart sich in diese Welt hinein und man kann das anhand dieses Buches nachvollziehen. Das ist der Hammer. Das haut einen um. Das haut einen echt um. Und das überzeugt. Und dieses Buch hier ist in einem Zeitraum von 50 Jahren geschrieben. 50 Jahre, da kannst du gar nicht Prophezeiung 1000 Jahre vorher, 1500 Jahre, das funktioniert hier nicht. 50 Jahre lang hat der Mohammed Offenbarungen empfangen und nach seinem Tod sind die alle aufgeschrieben worden. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht vergleichbar. Und du kannst hier auch nicht diesen Prophetiebeweis machen. Funktioniert nicht, gibt es nicht. Das heißt, es ist eine ganz andere Art der Offenbarung. Das ist hier Offenbarung Gottes. Die Bibel. Und Gott hat seine Wege, sich zu offenbaren. In Jesaja auch sagt er, schaut doch, die Götter dieser Welt, die können euch nicht ankündigen, was kommt. Prüft es nach. Ich, der lebendige Gott, ich kündige euch an, was kommen wird in der Zukunft. Schaut selber nach, ihr werdet es nachprüfen können. Und dann nimmst du die Bibel zur Hand und sagst, oh, das funktioniert ja wirklich. Ja, und da gehen einem die Augen auf, da gehen einem lauter Laternen auf und du denkst, wow, das ist ja echt ein lebendiger Gott, der hier redet. Und dann merkst du, dass das stimmt. So, jetzt kommen wir zu dieser Frage hier. Nämlich, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Koran? Aber der Koran ist ja immer noch da. Ja, auch wenn ich jetzt so begeistert von der Bibel gesprochen habe, ist der Koran ja trotzdem noch da. Wie werde ich jetzt damit klar? Und ist es nicht vielleicht doch eine andere legitime Art von Gott zu sprechen? Hat Gott vielleicht doch auch durch dieses Buch sich offenbart? Könnte das nicht vielleicht doch derselbe Gott sein, der hier halt auf eine andere Art und Weise spricht? Und dazu muss man dann halt den Koran in die Hand nehmen und den genauer studieren und sich das angucken und schauen, was denn da genau steht. Und um das Ganze jetzt einfacher zu machen, damit wir jetzt nicht alle den ganzen Koran durchlesen müssen, habe ich Ihnen drei Punkte mitgebracht und dann nochmal so ein paar Nebenpunkte, aber drei Hauptpunkte, die man sich eigentlich nur merken muss. Wenn Sie sich diese drei merken, wo die wesentlichen Unterschiede liegen zwischen Bibel und Koran, zwischen Christentum und Islam, dann werden Sie merken, das funktioniert niemals, dass das derselbe Gott sein kann. Und kann mir keiner erzählen, wenn ich das einmal begriffen habe. Und ich sage Ihnen, welche drei Punkte das sind. Das ist einmal die Dreieinigkeit Gottes. Das ist einmal die Sohnschaft Jesu. Und das ist zum dritten der Kreuzestod. Die drei, wenn Sie die im Hinterkopf halten, dann wissen Sie, dass diese beiden Religionen niemals gleich sind oder von einem Gott sprechen, sondern dass hier ein totaler Gegensatz, das eine steht komplett konträr gegen das andere. Ich sage Ihnen das so hart und so deutlich, weil das leider die Realität ist. So ist es. Sie können es selber prüfen und ich zeige Ihnen das jetzt auch. Also einmal die Dreieinigkeit Gottes, das ist uns ja allen bewusst, die wir Jesus Christus glauben. Wir sind getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein dreieiniger Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, der in uns kommt und uns mit Jesus verbindet und durch Jesus mit dem Vater. Das ist genial und kann sich kein Mensch ausdenken. So, auf solche Gedanken kommt nur Gott. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mit Gott überhaupt in Verbindung komme, dass Gott in mich hineinkommt durch den Heiligen Geist
Und der kommt aber nur, wenn Jesus am Kreuz meine Sünden bezahlt. Denn die Sünden sind das Problem, was uns von Gott ja ursprünglich getrennt hat, Adam und Eva. Du musst deine Sünde loswerden, damit du mit Gott in eine Einheit kommen kannst. Und Jesus löst das Sündenproblem, indem er am Kreuz für deine Sünde stirbt. Mit deiner Schuld geht er da ans Kreuz. Weil du gesündigt hast, geht er in den Tod. Und jetzt ist eine Verbindung mit Gott möglich. Deshalb ist es ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und jetzt kommt der Koran. Und er sagt Folgendes. Wahrlich, ungläubig sind, welche sprechen, siehe, Allah ist ein Dritter von dreien. Aber es gibt keinen Gott, denn einen einzigen Gott. Der Koran richtet sich massiv und sehr vehement gegen die Vorstellung, dass ein dreieiniger Gott sich in diese Welt hinein offenbart hat. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. So steht das im Koran drin. So kann man das nachlesen. Das ist ganz klar, schwarz auf weiß. Und immer wenn ich mit meinen muslimischen Freunden spreche, dann kommen wir auch auf diesen Punkt. Und das, da kommt man nicht dran vorbei. Das ist einfach eine Realität. Das glauben die so, das vertreten die auch so. Und da kann man noch so viel gemeinsame Gebete veranstalten oder gemeinsame Feiern machen und dieses und jenes und so tun, als ob das das Gleiche wäre. Ist es nicht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Passt nicht zusammen. Dazu lehnen die das viel zu deutlich ab. Du bist ein Ungläubiger, wenn du glaubst, dass Gott sich als dreieiniger Gott offenbart hat. Das nächste ist, also wir merken uns das mit der Dreieinigkeit, wir merken uns das mit der Sohnschaft Jesu. Das ist das zweite. Schon im Alten Testament heißt es im Psalm 2, das ist mein Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also schon da sagt Gott, ich habe einen Sohn. Schon im alten Bund, wo man das gar nicht ahnt, dass es da schon steht. Und dann im Neuen Testament sowieso, einer der bekanntesten Verse, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, da gibt ja Gott seinen eingeborenen Sohn in den Tod, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Oder wir denken an die Taufe Jesu, wo er getauft wird und dann öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt in der Gestalt einer Taube oder wie eine Taube herab. Und dann kommt ja eine Stimme aus dem Himmel, wo Gott selbst sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Und auf den Berg der Verklärung, noch einmal, das ist mein geliebter Sohn. Das heißt, die Stimme kommt aus dem Himmel und Gott sagt sozusagen, wie mit einem Finger zeigt, das ist mein Sohn. Der dann für euch in den Tod gehen wird, der dann eure Schuld auf sich nehmen wird, den ich dann auferwecken werde, mein geliebter Sohn, und der kommt dann auch wieder zurück zu mir. Und jetzt kommt der Koran, und der Koran sagt ganz lapidar, Sure 1935, ist nur eine Stelle hier, nicht steht es Allah an, einen Sohn zu zeugen. Gott hat keinen Sohn. Der Koran sagt ganz klar und der Psalm 2 sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, sagt die Bibel. Heute habe ich dich gezeugt. Und der Koran sagt, nicht steht es Allah an, einen Sohn zu zeugen. So, wie kommen dann intelligente Leute, auch hohe Würdenträger, auch in der Kirche, auf den Gedanken zu sagen, dieser Gott ist der gleiche.
Es geht nicht in meinen Kopf hinein. Denn die Bibel ist ganz klar, Gott hat einen Sohn. Und Gott sagt selber, ich habe einen Sohn. Und ich gebe meinen Sohn in den Tod für euch, damit ihr Leben habt. Und das ist mein geliebter Sohn. Wie kann man dann gleichzeitig ein Buch für wahr halten, in dem gesagt wird, Gott hat keinen Sohn. Gott kann gar keinen Sohn haben. Und da muss man sagen, Leute, wir dürfen unseren Verstand auch anschalten. Sagen, hier schließen sich zwei Dinge aus. Wenn eine Sache rund ist, dann ist sie rund und nicht eckig. Ja, also ich sage es mal so einfach. Wenn Gott sagt, er hat einen Sohn und wir haben erkannt, dass er einen Sohn hat, dann kann nicht gleichzeitig wahr sein, dass er keinen Sohn hat. Also Entschuldigung, irgendwo hört es auf. Ja, das muss doch, wir dürfen unseren Verstand bei Glaubenssachen nicht ausschalten. Ich bin kein Freund davon, dass man seinen Verstand an der Garderobe der Kirchentür beim Reingehen in die Kirche abgeben muss. Nein, wir dürfen unseren Verstand anschalten. Es ist wichtig, dass wir den gebrauchen. So, das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist jetzt das Entscheidende. Die anderen beiden, das waren nur sozusagen Vorläufer. Das Entscheidende ist jetzt, wenn es um die Frage der Kreuzigung geht. Denn die ganze Bibel läuft auf ein Ereignis zu, nämlich dass der Sohn Gottes gekreuzigt wird für deine und meine Sünde. Alles läuft in der Schöpfung auf dieses eine Ereignis zu. Denn nur dieses eine Ereignis bringt uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Die Trennung von Gott wird nur an dieser einen Stelle wieder aufgehoben, da wo deine Sünde bezahlt wird. Du hast keine andere Möglichkeit, wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukommen, als durch das Kreuz, wo Jesus sich für dich hingibt, weil er dich unendlich liebt. Nur da am Kreuz, wo sein Blut fließt für dich, da wirst du erlöst. Deswegen läuft in der Bibel alles auf das Kreuz zu und vom Kreuz weg. Ja, vom Kreuz weg, weil dann die ganze Verkündigung im Neuen Testament vom Kreuz weg in die Welt geht. Deswegen sitzen wir sogar in Blesewitz und glauben, dass Jesus für unsere Sünden in den Tod gegangen ist und haben so ein Altarbild, wo Jesus am Kreuz hängt. Ja, das sind doch alles keine Zufälle, sondern das wollte Gott so, dass selbst hier in Blesewitz das Evangelium verkündigt wird, weil er wollte, dass in aller Welt diese Botschaft hinkommt, dass wir durch den Kreuzestod Jesu wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Also da ist die Bibel ganz klar. Ich habe einfach hier nur eine Stelle genannt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Also das ist ein historisch verbürgtes Ereignis, was nicht nur in der Bibel beschrieben steht, sondern auch unter römischen Schriftstellern, Tacitus zum Beispiel, wo das Kreuzigungsereignis aufgeschrieben ist, oder Josephus, andere Stellen, die eben deutlich machen, das ist ein historisches Ereignis, das von niemandem in Frage gestellt wird. Jetzt kommt 600 Jahre später der Koran. 600 Jahre nachdem das alles geschehen ist in Jerusalem, kommt der Koran und sagt in Sure 4, 157, und das müssen Sie sich merken, das müssen Sie wissen, dass es da drin steht. Doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten sie ihn nicht, sondern einen ihm Ähnlichen. Sie wissen nichts von ihm, also von Jesus, sondern folgen nur Meinungen, und nicht töteten sie ihn in Wirklichkeit. Der Islam geht davon aus, dass Jesus nicht gekreuzigt werden konnte, weil er ein Prophet Gottes ist. Ein Prophet Gottes kann nicht gekreuzigt werden, weil Gott sofort seinen Prophet beschützen würde. Und deshalb sagen sie, nein, das geht nicht. Das muss jemand anders gewesen sein, zum Beispiel Judas. Also geht man davon aus, vielleicht war es Judas, der nur das Gesicht angenommen hat von Jesus, sodass alle ihn verwechselt haben. So glaubt das der Koran oder der Islam. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, weil der Koran letztlich sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Aber verstehen wir, was das bedeutet?
Das bedeutet, dass wir keine Vergebung unserer Sünden haben. Und das, nur das, bringt uns zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Vergebung der Sünden durch das Opfer, das Jesus bringt. Und dieses Liebesopfer, was Jesus für uns gibt, das wird aus diesem Buch herausgenommen. Und damit ist es entkernt. Der eigentliche Kern, wie komme ich wieder in die Verbindung mit Gott, ist hier rausgenommen. Das ist das Spannende auch in den Gesprächen mit Muslimen, weil die suchen. Die suchen nach Gott und finden ihn nicht, weil das Kreuz rausgenommen ist. Sie suchen nach Vergebung und sie müssen sich selber das erarbeiten. Und wir alle wissen, dass das nicht funktioniert. Jeder, der das mal versucht hat, gut zu sein, der merkt, dass er scheitert. Wir schaffen es nicht, gut zu sein. Menschen zu gefallen funktioniert schon nicht. Gott zu gefallen noch viel weniger. Wir brauchen Jesus. Und hier hat man es rausgenommen. Und deshalb bin ich kein Freund davon, Muslime irgendwie zu verurteilen oder negativ über Muslime zu sprechen, sondern ich bin ein Freund davon, für Muslime zu beten. Sagen, Jesus, öffne du ihnen das Herz, dass sie deine Liebe in Jesus erkennen. Das möchte ich auch ihnen ans Herz legen. Das ist das Entscheidende, was hilft, dass auch sie Jesus erkennen. Aber sie merken drei Unterschiede. Die Dreieinigkeit, die Sohnschaft und was war das dritte? Das Kreuz. Genau. Also diese drei, die müssen wir uns merken. Jetzt kann man noch ganz kurz über diese Frage sprechen, das Kreuz und das Schwert. Die Gewaltfrage ist ganz entscheidend. Im Alten Testament ist viel Gewalt, ja. Aber dann kommt ein Schnitt. Und Jesus sagt, liebet eure Feinde. Steckt das Schwert wieder ein, sagt Jesus zu Petrus. Ich werde nicht mit dem Schwert verteidigt. Und dann sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern mein Reich ist das Himmelreich. Es geht nicht um Gewalt. Man kann das Reich auch nicht mit Gewalt bauen, mit dem Schwert. Die Kirche hat geirrt, wo sie Kreuzzüge veranstaltet hat. Stimmt alles mit der Lehre Jesu nicht überein. Jesus hat sich als Vorbild in den Tod gegeben, hat sich umbringen lassen und hat seinen Jüngern gesagt, wer mir nachfolgt, dem wird es ebenso ergehen, wenn es hart auf hart kommt. Der wird selbst umgebracht durch andere. Aber niemals darf ein Jünger Jesu selber andere umbringen. Das hat Jesus komplett verboten, ausgeschlossen. Geht gar nicht, Gewalt unmöglich. Liebet eure Feinde, lasst euch lieber töten, als dass ihr andere tötet. Jesus ist da knallhart, weil er die Liebe in Person ist. Im Koran ist es genau andersrum. Muss man leider in dieser Deutlichkeit so sagen. Es ist, steht leider so da. Sure 9, 5 nur als ein Beispiel, sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlagt die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packt sie und belagert sie in Lauer, ihnen in jedem Hinterhalt auf. Wenn man die arabischen Wörter anguckt, dann geht es ganz klar auch um Töten. Und es ist so beim Koran, dass die Gewaltverse, die sogenannten medinensischen Verse, sind die späteren. Und die späteren haben mehr Gewicht als die früheren, friedlicheren Verse. Das müssen Sie auch, wenn Sie Talkshows gucken, und dann so Diskussionen zwischen muslimischen Vertretern und so weiter, wenn die dann sagen, ja, im Koran steht ja auch, du sollst keinen Zwang ausüben und so. Die friedlichen Verse sind die frühen, die gewalttätigen sind die späteren und gelten als die verbindlichen. Ich sag's leider, wie es ist. Das ist leider die Realität. Das ist alles nur eine Frage jetzt der Lehre. Wir müssen die Lehre kennen. Den einzelnen Menschen, den einzelnen Muslim, den lieben wir und beten für ihn, dass er Gott erkennt. Aber wenn es um die Lehre geht,
dann ist hier ein himmelweiter Unterschied zwischen der Lehre der Bibel und zwischen der Lehre des Korans, wenn es um die Gewaltfrage geht. Blaise Pascal war ja ein bekannter Mathematiker und Philosoph. Der hat schon im 17. Jahrhundert gesagt, der Unterschied zwischen diesen beiden Religionen, Christentum und Islam, lässt sich auf eine kurze Formel bringen. Und er hat gesagt, Jesus ließ sich ermorden, Mohammed ließ morden. Und das gibt die Geschichte leider genauso her. Er hat allein auf dem Marktplatz von Medina mehrere hundert Juden köpfen lassen und die wurden auf dem Marktplatz von Medina beerdigt. Das steht alles in den Geschichtsbüchern der islamischen Geschichte, da stehen die selber dazu, das wissen die auch, dass Mohammed sowas hat machen lassen. Und Blaise Pascal hat das einfach so zusammengefasst und hat gesagt, wenn ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Religionen so auf eine kurze Formel bringen wollt, dann ist das die Formel, die ich für mich verstanden habe, hat der Blaise Pascal gesagt. Also das ist eine Sache, die ist hart. Das ist auch nicht gerade politisch korrekt, wenn man das so sagt, aber es ist leider eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Was sind die Schlussfolgerungen für uns als Christen? Was ist unser Auftrag? Meine Schlussfolgerungen sind, dass wir zuerst einmal anfangen bei uns selber. Deswegen habe ich drei Bs genannt. Das erste B heißt Buße tun. Da, wo wir lasch und lau geworden sind, lass uns Buße tun. Lass uns umkehren. Dass wir wieder Jesus konsequenter nachfolgen und Gott wieder konsequent in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen und wieder fröhliche Glaubensnachfolger sind. Denn wenn wir unseren eigenen Glauben hier in Europa immer weiter nach unten fahren und uns immer mehr verstecken und das immer weniger wichtig nehmen, müssen wir uns nicht wundern, wenn auf einmal anderer Glaube sich immer mehr ausbreitet. Das liegt auch daran, dass wir selber unseren Glauben nicht konsequent leben. Hat Luther übrigens ganz ähnlich gesagt. Daher habe ich das auch. Also, der hat auch gesagt, wenn wir die Türmen vor Wien oder abhalten wollen, dann sollen wir erst einmal nicht Waffen in die Hand nehmen, sondern wir sollen Buße tun. Hat Luther so gesagt. Ja, das geht nicht mit Waffengewalt, sondern Buße tun und umkehren und wieder selber Gott in den Mittelpunkt stellen. Also da fangen wir an. Das zweite ist, was ich schon gesagt habe, beten. Wenn ich möchte, dass andere Menschen Jesus genauso erkennen, wie ich ihn erkannt habe, auch Muslime, auch Juden, ja, dann bete ich für sie. Ich kann das Evangelium bezeugen, aber das Gebet ist der Schlüssel, das Gebet hat die Kraft, das Gebet hat die Macht, Menschen zu verändern. Also hier als Beispiel, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten, aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Die Frauen sollen das natürlich auch tun, an der Stelle sind jetzt nur die Männer genannt, aber gilt für beide. Und dann das letzte, ja, das dritte, bekennen und bezeugen. Jesus sagt, wer nun mich bekennen vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Seien wir bitte fröhliche Bekenner. Wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann muss uns auch der Mund aufgehen. Und dann wollen wir das auch weiter sagen, dass Jesus lebt und das nicht nur in der Stille mit uns ausmachen, sondern auch andere an diesem Glück teilhaben. Deswegen sagt Jesus auch, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das gilt nicht nur für die Missionare, die nach Tansania gehen oder was weiß ich wo, sondern das gilt auch für uns hier, damit das Evangelium weitergeht. Jetzt kommen die Kirchenglocken und sagen Ja und Amen. So muss es sein. Es muss weitergegeben werden. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, das zu tun. Amen.